meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach der Begegnung Wumba Moskitos Essen gegen die Hannover Indians. Zu meiner Rechten darf ich den Coach unserer Gäste, Len Sosho, begrüßen und zu meiner Linken unseren Coach Frank Gentles. Die Moskitos haben 7:0 gewonnen vor 1010 Zuschauern. Und zum Spiel das Statement von unserem Gästecoach, bitte. Ja, Glückwunsch an Frank und seine Mannschaft. Die waren uns von der ersten bis letzten Minuten überlegen. Wir haben uns nie im Spiel gefunden. Essen war immer ein Schritt schneller als wir und sie haben mehr als verdient gewonnen. Danke. Ja, danke, Lenny. Dann das Statement zum Spiel. Frank Gentges, bitte. Ja, schönen guten Abend, Lenny. Danke für die Gratulation. Die nehmen wir heute sehr gerne. Ja, er hat eigentlich alles gesagt. Wir haben sehr gut gespielt, wir sind gut, sehr gut reingekommen. Erstmal war wichtig, dass wir ganz schnell dann auch die zwei Tore gemacht haben von Kai de Kos. Das war ganz wichtig, hat uns Selbstvertrauen gegeben, das ist das, was wir brauchen noch. Und dann haben wir heute, Schlüssel war heute die grüne Reihe. Wir haben in Hannover noch, wie gesagt, damals gegen Pohanka verloren. Wir haben festen Mann abgestellt und feste Reihe gegen die Reihe komplett spielen lassen. Wir hatten den letzten Wechsel bei Heimspielen. Und sehr gut aufgegangen. Wir haben 2:0 gewonnen, die Reihe von uns, und in der Statistik sehr gut gespielt und dann auch die Reihe ausgeschaltet. Ich denke, das war der Schlüssel auch, warum wir heute dieses Spiel gewonnen haben. Dass wir 2:0 gespielt haben, ist super für den Torwart, für die ganze Mannschaft. Wir haben sich alle hart erarbeitet und war auch in der Größenordnung, denke ich, ja, vielleicht ein, zwei Tore zu viel, aber ich denke schon, dass wir die bessere Mannschaft heute klar waren. Und dass wir den Sieg mehr als verdient haben. Gibt uns wieder Selbstvertrauen, wir sind wieder irgendwo dran, wir spielen mit. So muss es immer weitergehen. War auch eine wichtige Mannschaft heute, war nochmal was ich hier und da mal bemängel in letzter Zeit. Aber ist gut, wir sind auf einem guten Weg wieder, wir haben gut gearbeitet, die Jungs haben es sehr gut gemacht. Was für die Woche, wir werden jetzt langsam anfangen, auch für die Fans den einen oder anderen Spieler bekannt zu geben, den wir weiter verpflichten, nicht neu verpflichtet haben, sondern erstmal die wir weiter verpflichten. Und wenn man dann, denke ich, morgen den ersten guten Spieler bekannt geben, der bleibt, sind wir sehr stolz drauf und machen wir dann morgen. Dankeschön. Ja, danke Frank. Bisschen Spannung aufgebaut für morgen. Lenny, danke für dein Kommen. Euch noch eine gute Restsaison. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, sehen wir uns nochmal wieder dieses Jahr hier. Dann darf ich Ihnen allen einen guten Start in der Woche wünschen. Wir sehen uns wieder nächste Woche Sonntag um 18.30 Uhr gegen die Treppers aus Tilburg. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.